Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und heute möchte ich mit euch Symbole und Bilder teilen, die in dieser Zeit, in dieser Zeitqualität wirken. Sie wirken aus der Tiefe heraus. Sie wirken sozusagen aus dem Unbewussten heraus. Und werden in den Bildern jetzt sichtbar, greifbar, fühlbar. Und sie wirken auch in das nächste Jahr hinein, sprich in die nächsten Schöpfungen. Das, was wir nächstes Jahr in die Welt bringen möchten. Unsere Kreationen. Wir stehen kurz vorm Vollmond, es ist Ende Oktober. Auch vor einer Finsternis. Also die Zeit hat im Moment einiges zu bieten. Und ich habe hier ja auch, wie ihr seht, ich habe einen Teddy im Arm. Ich habe ein Licht im Schoß. Und dieses Licht könnten wir auch als Mondlicht bezeichnen oder fühlen. Und den Teddy könnten wir als inneres Kind. Jetzt zum Beispiel mein inneres Kind, meine kleine Maren bezeichnen. Und ich wäre jetzt die große, die Mama, der Mama-Bär, die Mama-Bärin. Genau. Also da hätten wir jetzt schon Symbole, Mutter und Kind. Ein sehr machtvolles Symbol. Die Mutter, die Schöpferin, die das Leben gebärt. Die Erde, die Mutter Erde kennt, die mit ihr verwandt ist, verbunden ist, die Gesetze der Erde kennt, die Kräfte der Erde, die Schöpfungen, die damit umgehen kann, die tief verwurzelt ist. Und das Kind, das die Freude, die Lebensfreude in sich trägt, das Neue, das Kreative und vielleicht auch Gefühle. Gefühle aus der Kindheit, Wahrnehmungen dieser Zeit jetzt. Das Kind fühlt und nimmt wahr, nicht nur das, was sichtbar ist. Und da ist es gut für so ein Kind, das im Moment bestimmt sehr, sehr viel wahrnimmt, dass es geborgen ist, dass es Geborgenheit, Vertrauen fühlen kann, dass es sich sicher fühlt. Und wir hier zusammen, Mutter und Kind, wir bilden jetzt eine Einheit. Und die Einheit ist auch ein ganz mächtiges Symbol, eine ganz mächtige Kraft. Und sie fängt im Kleinen an. Und wenn wir da eins sind, zum Beispiel hier Mutter und Kind, dann wirkt sie auch im Außen. Sprich, dann haben wir die Einheit oder haben wir uns in die Energie der Einheit eingeschwungen und leben in der Einheit, fühlen in der Einheit. Das heißt, wir sind nicht getrennt. Wir sind weder von anderen Menschen getrennt, noch von Mutter Erde, von den Geschichten, die wir erleben, von der Welt. Wir sind mit allem verbunden. Und wir sind als Urmutter der Schöpfung verbunden mit dem Licht, das durch alle Schöpfungen und durch alle Menschen scheint, das in allen Menschen angelegt ist oder das der Kern aller Menschen ist. Genau. Und so haben wir hier jetzt schon mal das Symbol der Einheit.
der kleinen Einheit Mutter-Kind, Mutter-Schöpfung und der großen Einheit, die sich daraus ergibt, die wir daraus erschaffen können oder wieder leben können oder uns daran erinnern können. Denn sie ist ja immer da. Aber wir können auf verschiedenen Bewusstseinsebenen leben und die Ebene der Einheit erschafft einfach andere Schöpfungen, zeigt uns andere Spiegelbilder. Und in dieser Zeit tauchen Bilder aus dem Unbewussten, aus der Tiefe, aus der Vergangenheit. Vielleicht lässt auch Mutter Erde einige alten Bilder jetzt los zur Transformation, für die neue Zeit sozusagen oder in dieser neuen Frequenz, die sich nicht mehr halten können, im Unbewussten, in der Tiefe. Bilder der Vergangenheit, Bilder der Trennung oder besser gesagt Bilder, die aus der Trennung entstanden sind, hässliche Fratzen, die das Kind fühlt, wahrnimmt, die so im Untergrund lauern. Und da ist es gut, wenn wir das Licht nehmen, das Licht der Schöpfung, nehmen wir mal die Monden und legen diese Monden in den Urschoß der Schöpfung, in das Urmeer der Schöpfung, denn im Moment geht es viel um die weiblichen Kräfte, mütterlichen, weiblichen Schöpferkräfte, das Wasserelement, das Fühlen, der Schoß mit dem Urmeer, mit dem Urwasser. Und dann legen wir auch da hinein das Licht der Monden, der vollen Monden. Also das ist auch so ein Bild, was ich heute Morgen in mir erzeugt habe, als ein sehr heilendes Bild. Diese Monden als Gefühl im eigenen Schoß, im eigenen Mutterschoß zu wiegen, das Licht der Monden zu wiegen. Und dann kann das Licht der Monden überall hinscheinen. Aus dieser Mitte des Schöpferschoßes heraus überall hinscheinen und alles miteinander verbinden. Die hässlichen alten Bilder, die schönen Bilder, alles miteinander so verbinden, dass in allem das Licht aufgehen kann. Das Licht hinter den Fratzen, hinter den Bildern der Trennung, der Angst, des Schreckens, der Zerstörung. Zerstörung, Krieg, entsteht alles aus Trennung und die Trennung ist erstmal in den Menschen, die in diese Zerstörung gehen oder sie weiterhin in sich nähren. Genau, erschaffen wir in uns also die Einheit, das Licht der Tiefe und senden es dann in die Welt aus. Und diese weibliche Qualität des Haltenden, des Verbindenden, des Wiegens, die können wir auch weitergeben an unsere Mitmenschen. Mal in den Arm nehmen, Liebe aussenden, Vertrauen, Mitgefühl. Genau. Ja, das sind so die Bilder. Ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen, mit diesen Bildern. Ihr könnt sie in euch berühren, erwecken, aufwecken und könnt dieses Licht aus eurem Schoß, aus eurer Einheit in die Welt schicken. Vielleicht auch gerade jetzt in die Wasserwege der Welt. Unterirdisch, oberirdisch,
in die Flüsse, in die Kanäle, in die Meere, in die Seen. Die speichern ja sehr viel. Wasser speichert Energie, Gefühle, alte Geschichten. Und mit diesem Licht der Einheit heilen die Geschichten von Mutter Erde, die in den Wassern getragen wird. Ja, ein heilendes Wirken in die neue Welt hinein, in das neue Jahr hinein, das wir erschaffen möchten, das wir kreieren möchten. Alles Liebe wünsche ich euch und ich umarme euch.